TV1, die Reportage. Man sieht die Moderatoren nicht, man hört sie nur und wir schalten alle täglich ein, nämlich das Radio. Doch wie wird eigentlich Radio gemacht? Wir haben uns gedacht, über die große Reportage und guck mal hinter die Kulissen eines Radiosenders. Nicht bei irgendeinem Provinzradiosender, nein, wenn dann richtig. Und zwar bei Bayerns erfolgreichsten Radiosender Antenne Bayern. Drin war der Florian Weiß auf mich und ich nehme euch mit, mein Weg führt da lang. Antenne Bayern. Bayerns bester Verkehrsservice. Christian, bitte, was ist los auf den Straßen? Auf der A8 Salzburg-München zwischen Rastatt, Seehamersee, Ost und Holzkirchen momentan 8 Kilometer Stau. Bergungsarbeiten noch vor Holzkirchen, die rechte Spur bleibt gesperrt. Ihr braucht hier 28 Minuten länger. Das zeigt die Antenne Bayern Echtzeitmessung. Wenn ihr auf der A70 unterwegs seid, Schweinfurt Richtung Bamberg, zwischen Werneck und Schweinfurt-Hafen, 6 Kilometer Stau, ein Unfall, eine Spur ist gesperrt. Ihr braucht hier 13 Minuten länger. A99, Eschenrieder Spange Richtung München-Allach. Eben hat er mit Florian Weiß abgeklatscht und dann neben mir Wolfgang Leichermoser. Sag mal, Wolfgang, wie kann man früh so gute Laune haben? Da muss man naturprall sein, das fragen viele. Also ich mache das jetzt seit über 30 Jahren und ja, noch ist, glaube ich, alles da, wo es hingehört. Was macht den Charme von Radio aus? Das ist das schnellste Medium. Es gibt nichts, was schneller ist. Fürs Fernsehen braucht man ein bisschen Zeit, fürs Zeitunglesen sowieso. Radio ist immer live, ohne doppelten Boden und ja, da ist nur ein Schuss frei. Jetzt habt ihr morgens immer so ein Team zu zweit im Studio. Kann man sich jeden Tag wirklich riechen? Ja, ja. Und ich rieche die Indra sehr gerne. Jetzt geht das Licht aus. Pech gehabt. So ist es nun mal. Ja, weiter geht's. So schön. Super, so ist Fernsehen. So, ja, wunderbar. Das ist genau. Halt spontan. Ja, gut, genau, so fährt sich das. Aber das immer noch gut aus. Dafür, das wollte ich hören, danke. Jetzt habe ich kein Kleingeld dabei. Nee, wir können uns wirklich mehr als riechen. Das ist, glaube ich, die längste Medienehe überhaupt in Deutschland. Seit über 8 Jahren machen wir das jetzt zusammen. Und wir mögen uns, wir tolerieren uns, wir achten uns. Und ich glaube, das ist das Um und Auf von so einem Radioteam. Du bist ja das Urgestein von Antenne Bayern, kann man sagen, als Moderator, ne? Ja, der eine sagt so, der andere so. Ja, schon, du bist, glaube ich, das Urgestein. Ja, ich bin von Anfang an dabei. Das gibt es auch nur einmal in Deutschland, dass einer so lange bei einem Sender von Anfang an da die Fahne hochhält, ja. So, heute, was steht für dich auf dem Plan noch? So, wir müssen jetzt gleich in die Redaktionskonferenz. Dann setze ich mit meinem Team zusammen, dann wird schon die Sendung für morgen vorbereitet. Das geht dann so meistens bis Mittag, kurz nach Mittag. Und dann, wenn alles hinhaut, dann ist ganz kurz Bubu machen Siesta. Achso, das heißt, nun geht's weiter und nicht gleich fertig, dass wir Show machen und raus? Die Sendung ist eigentlich das Allerwenigste. Die Sendung ist dann nur noch das Produkt der ganzen Vorbereitung. Das muss man sich vorstellen, da ist ein riesen Team drumherum. Die wuseln jetzt den ganzen Tag schon, bereiten Interviews vor, weil die wenigsten Prominenten kriegt man um 5 Uhr in der Früh. Das muss natürlich jetzt schon vorbereitet werden. Und so setzt sich dann so eine Show zusammen. So, dann viel Spaß in der Sitzung. Dank dir, ja. Und ich gehe ins Studio zum Florian Weiß. Ja, genau. Und ihr zahlt das nächste Mal eure Stromrechnung, dass das Licht da wieder angeht. Das muss ja eher zahlen. Also, eher nicht. Ja, ja. Ja, ein Blöden gibt's immer. Schau, bis morgen. Das hat er gesagt, nicht ich. Mehr Nachrichten gibt's bei uns online und jederzeit in der Antenne Bayern App. Danke dir, Juliette. Frierst du gerade? Nee, passt. Super, wir sind momentan, wir haben die kältesten Tage des Jahres. Ach so, draußen friere ich schon. Ja, okay. Juliette trägt auch im Nachrichtenstudio einen dicken Schal und einen dicken Pulli, also du bist dann doch ganz Frau. Auch heute im Großteil von Bayern Dauerfrost. Teilweise wird es auch sonnig, wenn sich die Sonne durch den Hochnebel durchsetzen kann. Das ist immer ein bisschen ungewiss, wo das passiert. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Kommende Nacht zwischen -6 und -11 Grad. Ihr braucht ein gutes Frostschutzmittel. Die kommenden Tage ist dann der Freistaat überwiegend bewölkt. Es kann auch mal wieder ein bisschen schneien und insgesamt bleibt es richtig zapfig. Antenne Bayern. Bayerns bester Verkehrsservice. Christian, bitte, was ist los auf den Straßen? Auf der A8 Salzburg-München zwischen Rastatt, Seehamersee, Ost und Holzkirchen momentan 8 Kilometer Stau. Bergungsarbeiten noch vor Holzkirchen, die rechte Spur bleibt gesperrt. Ihr braucht hier 28 Minuten länger. Das zeigt die Antenne Bayern Echtzeitmessung. Wenn ihr auf der A70 unterwegs seid, Schweinfurt Richtung Bamberg, zwischen Werneck und Schweinfurt-Hafen, 6 Kilometer Stau, ein Unfall, eine Spur ist gesperrt. Ihr braucht hier 13 Minuten länger. A99, Eschenrieder Spange Richtung München-Allach, zwischen Dreieck München-Eschenried und Dreieck München-Allach, 8 Kilometer Stau, 18 Minuten braucht ihr länger ein Pannenfahrzeug auf der rechten Spur. Die neuesten Blitzer bayernweit, nur bei uns, Burgau, auswärts, Augsburger Straße beim Bowlingzentrum, Erlangen zu den Schlachthof und Kanalbrücke. Vielen Dank und gute Fahrt. Antenne Bayern. Hier ist Florian Weiß.
Take That oder die Backstreet Boys? Welches Plakat hattet ihr im Kinderzimmer? Christian? ich hatte Pamela Anderson, also ich bin da raus. Aber ich würde, glaube ich, Take That nehmen. Take That? Ja, Take That. Hast leider Pech gehabt, weil ich habe mich für die Backstreet Boys entschieden. Die kommen jetzt gleich nach Nico Santos und Ariana Grande. Bayerns meiste Musik bei der Arbeit. Antenne Bayern. Im Studio angekommen bei Florian Weiß. Guten Morgen, Florian. Guten Morgen. So, heute ein Tag bei Antenne Bayern. Du bist jetzt auf Sendung von 9 bis 12. Genau. Allein im Studio? Die meiste Zeit. Ab und zu kommt der Christian vorbei. Mhm. Ehrlich gesagt, alle halbe Stunde für das Verkehrszentrum. Und wenn viel los ist, was am Vormittag Gott sei Dank meistens nicht der Fall ist, weil die meisten Leute schon in der Arbeit sind, kommt aber auch mal öfter. Mhm. Es ist im Studio wahnsinnig viele Monitore da stehen. Das heißt, was ist welcher Monitor für was? Es sieht komplizierter aus, als es ist, ehrlich gesagt. Also wir haben ein voll digitalisiertes Studio, das sogar hoch und runter fahren kann. Das bin ich besonders stolz drauf. Ja. Der Leica-Moser zum Beispiel ist ein bisschen größer als ich und ich bin ein bisschen kleiner. Nein. Wir können es hoch und runter fahren. Genau, je nach mit Maßangabe. Ja klar, weißt du hier. Das ist ja der Hit. Ja, das haben wir schon lang. Ist auch gut für den Rücken. Und je gesünder der Mitarbeiter ist, desto besser klingt er. Und Stimme klingt besser, wenn man steht, als wenn man sitzt. Ach, du sitzt nicht. Ist mal so, ist tagesformabhängig. Heute stehe ich, weil ihr da seid. Ach so. Also wir haben mehrere Monitore. Tatsächlich, es ist ein komplett digitales Studio. Hier zum Beispiel ist unsere Telefonanlage. Das heißt, wenn jemand die 0800 994 1000 wählt, dann blinkt wirklich hier eine Leitung und ich kann direkt rangehen. Und ist das wirklich Zufallstreffer, wer reinkommt? Ja, ja, absolut. Also hier blinkt eine Leitung. Ich kann nur sehen, ist es eine fränkische Leitung, ist es eine Oberpfälzer Leitung, ist es eine Allgäuer Leitung. Aha. Und bei den mobilen weiß ich es gar nicht, weil da kriegen wir eine Mobilnummer angezeigt. Und natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die helfen, gerade wenn wir einen Aufruf machen, eine Frage stellen, viele Leute gleichzeitig anrufen. Ich bin nicht der Einzige, der das Telefon geht. Da helfen andere mit. Ja. Okay. Ja, hier kommt unsere Musik raus. Ah, also das ist natürlich nur der Bildschirm, der Rechner dafür steht ein Stockwerk weiter unten und wird gekühlt, weil das ist natürlich ein wichtiger Computer, der viel Leistung bringen muss. Im Grunde genommen, wir haben zwar noch für Notfall CDs, aber dieses System ist inzwischen so sicher, dass wir die eigentlich nicht mehr brauchen. Also das, was gerade rot ist, ist der Song, der aktuell läuft. Jetzt als nächstes kommt Nico Santos mit Hello. Und hier steht Antenne Bayern, das ist ein Grau, das heißt, es ist der kurze Trailer, der eingespielt wird. Ja, die Farben haben unterschiedliche Bedeutungen. Also wenn euch das interessiert, rot ist das, was gerade läuft. Ja. Gelb ist das, was als nächstes kommt. Mhm. Und alles, was weiß ist, hat quasi, ist in der Reihenfolge, hat auch einen Inhalt. Also in dem Fall ist es eine Musikdatei. Und diese blau umränderten Felder, die sollen nur ein Hinweis für mich sein. Hier, Florian, könntest du oder solltest du mal was sagen. Wer macht denn das Musikprogramm bei euch? Es gibt eine Musikredaktion, die hier gleich nebenan sitzt. Die sind ganz nah am Studio, weil wir oft miteinander reden müssen. Es gibt ja Hörer, die haben Musikwünsche. Oder es muss ein neuer Song geplant werden, weil das Thema irgendwie besser dazu passt. Oder besser gesagt, der Song zu dem Thema besser passt. Und deshalb reden wir viel miteinander. Aber tatsächlich gibt es dafür eine eigene Abteilung, die sich darum kümmert, weil Musik ist beim Radio die heilige Kuh. Mit der Musik steht und fällt nicht alles, aber vieles. Weil die meisten Leute, die Radio hören, hören Radio wegen der Musik. In erster Linie auch. Oder deine Stimme zu hören. Ja, aber ich höre lieber Musik 50 Minuten als 50 Minuten meine Stimme, glaube ich. Nee, und glaub, ich will nicht, die Frauenwelt weiß ich ja nicht. Die Frauenwelt vielleicht draußen schmacht es. Ach, Florian weiß es drauf. Ich hoffe. Also zumindest ein paar. Ich drücke die Daumen. Also die Musikredaktion ist super wichtig bei uns. Das sind 4, 5 Kollegen, die im Grunde genommen fast nonstop hier sind. Und die tatsächlich, die müssen ja wichtige Entscheidungen treffen. Welche Songs spielen wir nicht? Was könnte unseren Hörern gefallen und was nicht? Wir überlassen es auch nicht nur dem Zufall. Ja, also es gibt Marktforschung, wie jedes andere Unternehmen, ob das jetzt Coca-Cola ist oder Ikea oder auch Antenne Bayern, betreibt Marktforschung, um rauszufinden, was mögen die Leute gerne und was mögen sie nicht so gerne. Und das tun wir auch. Und deshalb checken wir, welche Songs gut ankommen und welche nicht. Und trotzdem ist es auch Gefühlssache, weil gerade neue Musik, die kennen Menschen noch nicht. Das heißt, selbst wenn du sie fragst, wie findet ihr die neue von Madonna zum Beispiel, haben die vielleicht noch nie gehört und haben die keine Meinung dazu. Und da ist dann die Musikredaktion gefragt. Die muss dann entscheiden,
ist es ein Song, der zu uns passt. Und da haben Promis keinen Bonus. Also nur weil er Robbie Williams heißt, heißt es nicht, dass Robbie Williams jedes Mal mit seiner neuen Single bei uns läuft, sondern die muss schon zu unserem Programm passen. Weil das ist ja unsere DNA. Musik ist die DNA des Radiosenders. Darüber definieren wir uns. Und natürlich über die Moderatoren und die Nachrichtenkollegen, also alle die Menschen, die auf Sendung sind. Viel Fachwissen, das sich über die Jahre an sich die Kollegen angeeignet haben. Und es geht nicht ohne. Also McDonald's schickt auch keinen Burger ins Rennen, ohne den vorher an mindestens ein paar hundert Menschen getestet zu haben. Sind da so viele Zwiebeln drauf? Kann man das denen so anbieten? Ist nicht Vollkorn vielleicht besser? Und so machen wir das auch. Wir werden verratzt und verloren, wenn wir nicht aufpassen. Lass uns jetzt machen wir kurz einen Take, weil das Lied ist gleich aus, ja? Und genau, muss ich weiterreden. Ich habe mich gemerkt, Backstreet Boys, ja? Und dann erklären wir die nächsten Bildschirme und Achtung. Ich könnte schon noch einen Song spielen jetzt. Nee, mach doch mal deine Show. Ich mach ein was. Wir gucken nachher mal, Achtung, zum Plopschutzschrank. Was das ist, seid gespannt. Plopschutzschrank. Das ist ein Plopschutz und was der Schrank dazu ist, sage ich euch gleich. Da steht sogar ein Name drauf, ne? Ja, schön. Das eigene, das sage ich euch gleich. So, also, bis gleich. Antenne Bayern. Bildschirm Nummer 5. Ja, der ist tatsächlich, der ist ganz wichtig, weil den brauchen wir vor allem, wenn wir moderieren. Ich sage immer, das ist so wie ein bisschen ein Malkasten musikalischer Art, weil hier sind alle musikalischen Elemente drin, die nichts mit Musik an sich zu tun haben. Also nichts mit Songs zu tun haben. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel der neue Star Wars kommt ins Kino, ja, dann ist das hier ein riesengroßer, ein Rechner voller lustiger Musik. Und wenn ich hier Star Wars eingebe als Suchbegriff, dann kommt zum Beispiel das hier. Die Musik, die jeder kennt. Es sind aber auch Filmmomente dabei. Also zum Beispiel: Die Macht wird mit dir sein. Immer. Eine riesen Datenbank, ne? Also wir können, genau, das ist eine riesen Datenbank mit allem, was man möglicherweise brauchen könnte. Ich kann ja zum Beispiel auch, wenn ich über... Wenn du das Bully Herbig geben würdest, wäre auch was da. Theoretisch. Können wir mal probieren. Wahrscheinlich würde es eher abgespeichert unter einer seiner Filme. Nee, da haben wir nur einen Pistenbully drin. aber wenn wir jetzt zum Beispiel gucken nach... Schule ist meine Tour. Genau. Würde ich fast mein allerwertesten Dascher her drauf verwetten, dass wir was haben. Ich breche ab. Ist das sau cool. Ja. Oder wenn wir, was ist sicher, es ist Valentinstag und wir verlosen Betten voller Rosen und ich brauche irgendwie romantische Musik, dann finde ich das hier in der Regel auch. Schauen wir mal hier zum Beispiel. So. Oh. Okay. Oh. Das ist schon ganz schön kuschelig bei uns hier im Studio. Ich merke schon. Huch, ist das schön hier. Ist schön im Studio bei euch. Ja. Sollen wir jetzt hochgucken? Oben links sehen wir den Pegel. Ganz genau. So, und was sehen wir noch alles? Wir sehen die Uhrzeit, wir sehen eine Wetterkarte hier rechts, eine aktualisierte. Wir sehen hier Sportfernsehen, wenn denn Sport läuft. Also die Kollegen im Studio gucken immer nebenher, wenn wir zum Beispiel jetzt, wie gerade eine Handball-WM am Laufen haben, dass die auch quasi nicht nur im Ton, sondern auch im Bild sehen, was da gerade passiert. Und wir sehen den wunderschönen Unterföhringer Acker. Ja, das ist wirklich, die Aussicht ist so überragend. Mit der A99 im Hintergrund. Ist nicht so schön, ne? Ach du, das ist manchmal ganz praktisch, weil die A99 ist ganz oft bei uns im Verkehr, weil das ja so ein Knotenpunkt ist um München rum. Und das ist ganz gut, wenn man manchmal direkt vom Studio aus sieht, was tatsächlich los ist. Und man sich nicht nur darauf verlassen muss, was die Polizei uns da weiter kommuniziert. Zum Verkehr gehe ich auch gleich, aber jetzt die Frage, Plopschutzschrank, jetzt müsst ihr mitlaufen, ja? Lüfte mal das Geheimnis, das ist der Hit, ja? Ja, so. Im Grunde genommen, jeder hat sein eigenes Verhüterli quasi, was übers Mikrofon drüber gestülpt wird, weil wir sprechen ja alle relativ nah ran. Oder rein in diese Mikros. Das heißt, wir haben ständig teilweise auch Körperkontakt mit den Dingern. Und wenn einer krank ist... Herpes zum Beispiel? Ja, das wäre jetzt das Schlimmste, aber er reicht ja auch schon in der Erkältung. Aber wenn einer krank ist und wir alle den gleichen Plopschutz hier nehmen, dann sind es alle anderen auch. Und deshalb hat jeder seinen eigenen. Ich habe sogar zwei. Du hast zwei? Probleme, ja. Weil die Dinger halten immer nicht so lang. Ach so. Ja. Und wenn die Gäste kommen, welches Mikrofon kriegen die? Kriegen die einen eigenen Plopschutz? Ja, die haben einen eigenen Plopschutz, also der hier zum Beispiel. Ah ja. Die werden aber ganz selten benutzt. Okay. Und wir haben Mikros für Gäste, wo die gar nicht so nah ran müssen. Ah. Ja.
So, wer macht den Verkehr bei euch? Das ist unterschiedlich, je nach Tageszeit. Heute? Bei mir ist es der Christian Franz, der übernimmt die Frühschicht und den Vormittag. Der kommt jetzt wieder in 5 Minuten dran, ne? Der ist in 5 Minuten da, ja. So, genau. Vorschlag, ich warte auf ihn. Wir gucken mal die Verkehrsmeldung rein und dann rede ich mal drüber, wie eigentlich der Verkehr entsteht, also die Verkehrsmeldung entsteht. Ja. Ne? Der Verkehr. Frag ihn lieber nicht, wie der Verkehr entsteht, da hat er viel dafür zu sagen. Wir lassen das im Raum so stehen. In der Spange Richtung München-Allach zwischen Dreieck München-Eschenried und Dreieck München-Allach 8 Kilometer Stau. 18 Minuten braucht ihr länger ein Pannenfahrzeug auf der rechten Spur. Dieser Mann hat definitiv in Bayern den meisten Verkehr, wortwörtlich. Christian Franz. Ja, und die meisten Staus natürlich auch hier im Antenne Bayern Verkehrszentrum. Aber ich bin nicht alleine. Mhm. Wir haben ja ein großes Antenne Bayern Verkehrszentrum mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Wir sind rund um die Uhr besetzt, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und deshalb haben wir natürlich bei Antenne Bayern auch den besten Verkehrsservice und den meisten Verkehr. So, wie kommen denn die ganzen Meldungen zu euch, wo jetzt aktuell ein Stau ist? Mhm. Wir haben verschiedene Quellen. Also zum einen mal die Polizei, da gibt es eine zentrale Landesmeldestelle, die alle Meldungen aufsammelt, die ist in Rosenheim, die bekommt auch aus Bamberg zum Beispiel von der Einsatzzentrale die Meldungen, die kriegen wir dann praktisch wie eine Nachrichtenagentur sofort gesendet. Da sind auch Geisterfahrer dabei, die wir auch sofort natürlich ins Programm schieben, da wird sofort unterbrochen, egal was ist, ob Werbung, ob Nachrichten, sofort werden die Geisterfahrer gemeldet. Zum anderen haben wir die Verkehrsmelder von Antenne Bayern, die senden uns auch, gerade wenn es jetzt so Winterchaos war, bekommen wir ganz wichtige Informationen auch von unseren Verkehrsmeldern von der Straße. Wir haben natürlich auch verschiedene andere Quellen, wir schauen uns Verkehrskarten an und natürlich viel Erfahrung. So, wer wägt dann ab, welche Meldung kommt ins Radio, welche nicht? Das ist immer so eine Gewichtung, die wir aus Erfahrung selber abwägen natürlich. Wir wissen schon, was ist wichtig, was ist jetzt gerade aktuell. Eine Totalsperre zum Beispiel geben wir sofort rein am Dreieck Bayreuth-Kulmbach zum Beispiel oder auf der A70. Sofort werden die Meldungen hier natürlich auch, weil wir wissen, was ist wichtig, gemeldet. Und natürlich auch macht es die lange Erfahrung aus. Aber das Verkehrszentrum ist dafür verantwortlich, welche Meldungen praktisch wir senden und welche auch die Moderatoren vorlesen. Gibt es eine Staumeldung, die du besonders magst? Nein, ich mag eigentlich gar keine Staumeldungen. Ich freue mich immer, wenn alle gut durchkommen. Ja. Aber es gibt so Versprecher, die man ganz gerne hat. Und das ist zum Beispiel statt Rastplatz der Ratzplatz. Ja, der Stau. Oder natürlich, es gibt verschiedene Sachen, die man immer gerne sendet. Zum Beispiel, wenn man sagt, Mensch, ihr seid gerade unterwegs auf der A8 München-Salzburg. Die Unfallstelle ist geräumt worden, ist nicht viel passiert. In 5 Minuten geht es weiter. Das zeigt die Antenne bei einer Echtzeitmessung. Also wenn wir immer gute Nachrichten praktisch melden können oder auch den Hörern draußen sagen können, wie lange dauert es noch, oder lohnt sich eine Umfahrung, lohnt sich nicht, und das ist ja bei uns eine große Aufgabe. Rettungsgasse auch ein Thema, ne? Immer, Rettungsgasse ist immer ein Thema, aber wir müssen auch ein Lob aussenden. Also die Rettungsgasse funktioniert, wir haben ja auch den Aufkleber gehabt, bitte Rettungsgasse bilden. Also es funktioniert, die Rettungsgasse, bei den meisten, wir in Bayern haben es in Oberfranken zum Beispiel ganz hervorragend, ja, da klappt das immer ganz super. Mhm. Das ist oft auf Strecken, wo halt auch zum Teil Touristen unterwegs sind oder Urlauber, die es nicht so ganz drauf haben, aber wir in Bayern haben es schon gecheckt und wir sagen es ja immer wieder durch, Rettungsgasse bilden, das ist natürlich für die Einsatzkräfte das Wichtigste, damit sie an den Unfallort kommen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Feuerwehr, an THW, Rotes Kreuz, Polizei, die da echt einen super Job machen. Letzte Frage, warum sitzt du so abseits? Florian ist da drüben, du sitzt so ganz allein. Weil ich nicht geduscht habe. Ach so, gut. Nein, das ist. Stimmt das, Florian? Oh, der Christian ist eigentlich ein reinlicher Typ. Also eigentlich. Gab bisher keine Beschwerden, aber er muss halt jeden Morgen sehr früh aufstehen. Ja. Ja. Und das wirkt sich in der Regel bei den meisten Frühschichtkollegen negativ auf die Körperhygiene aus. Darum fängst du erst um 9 an. Ganz genau. Unser Lieblingsverkehrsmelder ist der Schweißachsel. Der Schweißachsel? Ich sitze natürlich hier, weil wir uns einen Blickkontakt haben. Das ist ganz wichtig im Studio, dass wir uns gegenseitig anschauen können. Ich sehe, wann der Florian mir praktisch Zeichen gibt, dass ich anfangen kann. Mhm. Er sieht, wann ich fertig bin. Also dieser Blickkontakt und diese Kommunikation ohne Worte. Und wir kennen uns schon so lange alle hier und die funktioniert gut. Und das ist auch so ein bisschen so ein Erfolgsrezept, also dieses lange Zusammenarbeiten und das Verstehen ohne Worte. So, du würdest sagen, du gehst auf den Newsdesk wieder raus, heißt der Newsdesk bei euch, ne? Richtig, ja, Newsdesk oder Verkehrsplatz, Komoldplatz. Ich gehe wieder raus und bereite mich mal vor auf die volle Stunde. Mal schauen, was für Staus wieder dabei sind. Hoffentlich nicht zu viele. So. Liebe Grüße nach Bamberg natürlich. Richtig. Ja. Und was wir jetzt machen, ich gucke mal, ob ich jemanden treffe, den Stimme ihr alle kennt, auch den Namen, aber wer sich dahinter verbirgt, ich gehe mal auf Spurensuche. Die Stimme kennt ihr hundertprozentig. Cordula Senft ist jetzt neben mir. Du sprichst die Nachrichten. Ja. Wer schreibt denn die Nachrichten? Ich. Du schreibst sie selber? Ja. Also wir haben natürlich viele Hilfsmittel, wir haben Agenturen, wir haben Korrespondenten vor Ort, die uns was liefern. Wir führen Interviews mit der Polizei, mit Experten, sonst was. Aber koordinieren tun wir Nachrichtenmenschen, die die Sachen präsentieren, auch immer selbst. Also wir sind praktisch verantwortlich für die Sachen, die wir dann vermelden.
Spricht man das hier vorher einmal durch oder geht man blank rein? Ja, also ich schaue schon, dass ich mir das vorher durchlese. Manchmal ist keine Zeit. Also wenn was ganz knapp vor den Nachrichten reinkommt, dann hacke ich das rein oder habe es teilweise sogar nur im Kopf und dann muss ich es einfach ein bisschen im Moment noch zusammenfügen. Aber das ist relativ selten. Also in der Regel habe ich genügend Zeit, um mir das vorher entweder im Computer, wo ich es geschrieben habe, oder sogar in ausgedruckter Form vorher durchzulesen. Wenn ein Versprecher passiert, was machen wir dann? Ja, Mai. Da hofft man, dass man gut reagiert. Ja. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn du dich in einer sehr ernsten Meldung versprichst, ist ein Lacher natürlich blöd, ja. Aber meistens ist man dann selber auch in dieser Stimmung, dass man den Lacher nicht macht, sondern dann sagt man einfach Entschuldigung oder irgendwas oder wiederholt es halt nochmal. Manchmal merkt man es nicht. Ja, dann wird einem danach gesagt, übrigens hast du da und ich so echt. Aber in der Regel ist das, finden wir es, glaube ich, alle nicht so schlimm. Es ist menschlich. Es ist menschlich und vor allen Dingen, wenn man sich dann verbessert oder wenn man sagt, ach Gott oder so, dann hat man auf jeden Fall, kann man davon ausgehen, dass der Hörer dann bei dir ist. Ja, wenn er vielleicht vorher nebenbei irgendwas gemacht hat und plötzlich denkt er, hä? Und dann hast du ihn. Ja, ist ja auch ein Vorteil. Florian sitzt drüben im Studio. Genau. Du bist in einem getrennten Studio. Warum getrenntes Studio? Ich glaube, ehrlich gesagt, weil wir uns dann besser konzentrieren können oder weil ich vielleicht vorher noch irgendwas machen muss oder was vorhören muss oder sowas, was ihn dann stören würde, würde ich mal sagen. Du, ehrlich gesagt, war das von Anfang an so bei uns. War schon immer so. So, da sind die Nachrichten für jetzt gleich um 10 Uhr. Ja. Das heißt, die gebe ich dir jetzt mal. Und dann seid immer dabei, wenn Cordula um 10 Uhr auf Sendung geht mit den Nachrichten. Sag mal, habt ihr schon mal mit einem Kumpel oder einer Freundin einen Vertrag gemacht auf eure Freundschaft? Ich frage so blöd, weil in Europa ist das offensichtlich jetzt gang und gäbe. Die Nachrichten um 10 Uhr. Grüß Gott. Neuer Vertrag. Deutschland und Frankreich besiegeln ihre Freundschaft. Mediennutzung. Sie steigt auf durchschnittlich 9 Stunden am Tag. Und das Wetter wieder Hochnebel oder Sonne und sehr kalt. Informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, Nachrichten. Deutschland und Frankreich wollen noch enger zusammenrücken. Exakt 56 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrages von 1963, in dem Bundeskanzler Adenauer und Frankreichs Präsident de Gaulle die deutsch-französische Freundschaft besiegelt haben, soll es nun ein neues Abkommen geben. In 40 Minuten unterzeichnen Kanzlerin Merkel und Präsident Macron in Aachen einen Freundschaftsvertrag. Wir konsumieren immer mehr Audio und audiovisuelle Medien. 2018 stieg die derartige Mediennutzung der Deutschen zum ersten Mal auf mehr als 9 Stunden pro Tag. Das zeigt eine aktuelle Studie unter Bundesbürgern ab 14 Jahren. Radio und Fernsehen waren dabei weiterhin mit großem Abstand die meistgenutzten Medien, aber auch die Nutzung von Videos und Podcasts im Internet legte zu. Das verstehe ich, aber es ist bis früh dran, weil heute ist Dienstag. Selbstverständlich, du kannst dich jederzeit bei uns anmelden. Ich nehme mal ganz kurz deine Nummer auf, ja? Eben klingelt das Telefon. Florian, ihr zeichnet die Telefongespräche mit den Hörern auf. Warum? Machen wir nicht immer, aber oft. Also bei Gewinnspielen zum Beispiel sind wir live drauf mit Hörern. Das geht gar nicht anders, weil es geht so schnell. Wir machen einen Aufruf oder es laufen die 2 Bulli-Hits und dann haben wir den ja schon ein paar Minuten später am Telefon, im besten Fall. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein Gewinnspiel läuft, zeichnen wir in der Regel auf, ja. Und zwar das hat ganz normale, ganz einfache logistische Gründe, weil es kommen oft gleichzeitig so viele Anrufe rein, dass ich gar nicht ständig und immer, wenn wir live drauf sind, ans Telefon gehen kann. Und manchmal rufen auch Leute zwischendurch an, um mir was zu erzählen, was dann oft die besten Geschichten sind, weil die Leute relaxed sind, fühlen sich zu nichts verpflichtet, die melden sich, weil sie irgendeine Sorge haben oder weil sie eine Verkehrsmeldung durchgeben wollen oder weil ihnen irgendwas auf den Nägeln brennt. Und die halten sich natürlich nicht an die Momente, wo ich beschließe, auf Sendung zu gehen, sondern die rufen halt dann an, wenn ihnen was einfällt. Ja? Und die Leute rufen dann wegen allen möglichen Gründen beim Radio an. Also, was war der verrückteste Grund? Oh, das kann ich dir so nicht sagen. Wir hatten schon
Es rufen Menschen an, die eine Autopanne haben und nicht wissen, wie man ihren Reifen wechselt und leider kein Mitglied beim ADAC sind. Frauen, die nicht wissen, warum ihr Kind gerade einen roten Kopf hat, wo ich immer sage, um Himmels Willen, ruft es bei mir im Arzt an. Ich kann dir auch nicht helfen. Die Menschen rufen an, weil sie sich Musik wünschen, weil sie Karten für die Bayern gewinnen wollen, weil sie ein Feierabendbier, weil sie Beziehungsprobleme haben, weil sie jemanden kennenlernen wollen. Weil sie ihr altes Motorrad verkaufen möchten. Es gibt alles und es gibt keine Grenzen. Verrückt. Wir machen jetzt einfach was. Du machst die Sendung fertig, hast eine Stunde vor dir. Ich mache eine Pause, gehe in die Cafeteria, auch das gibt's da. Und dann unternehmen wir mit Florian Weiß meinen Rundgang durchs Antenne Bayern-Gebäude. Mal schauen, was wir dann entdecken dürfen. Ich bin gespannt. Kaffeepause ist beendet. Florian Weiß ist im letzten Zug in der Sendung. Was wir jetzt aber machen, wir gucken mal in die Produktion. Sprich, ein Stock weiter nach oben und ihr seid mit dabei. So, Sendung raus, ne? Ja. Sendung vorbei. 3 Stunden waren ratzfatz vorbei. Ja, das geht immer ganz schnell beim Radio, weil du so viel zu tun hast. Du gehst entweder ans Telefon oder fährst die Mixe, drückst Musik ab, Kollegen kommen rein, ihr seid heute zu Gast, also ist immer was los. So, heute mal ein kleines Studio-Tour, was geheißen. Das heißt, wir laufen mal durch. Mhm. Wo ist die erste Station, wo gehen wir hin? Also, ich würde euch mal mitnehmen in den Bereich, der normalerweise Gästen gar nicht gezeigt wird, weil da immer Betrieb ist, sendungsinterner Betrieb, aber ich glaube, sie haben jetzt ein paar Minuten Zeit für uns. Ich nehme euch mit in die Antenne Bayern Produktion. Da steht ihr da, wo auch schon Robbie Williams, Kylie Minogue, Tina Turner und Joe Cocker gesungen haben. Ja klar. Also da würde ich sagen, wir laufen los. Jawohl. Popschutz muss weg, ne? Ja, ja. Den tust du wieder in den Schrank rein. Ja. Und bis wir drüben sind, könnt ihr kurz mal einen Blick in die Redaktion werfen. In der Produktion bin ich angekommen. Stefan steht neben mir als Produktionsleiter im Haus Antenne Bayern. Das heißt, was machst du hier alles? Ja, hallo erstmal. Was macht die Produktion? Die Produktion macht im Prinzip genau all die Elemente, die der Moderator zum Senden braucht. Musikbetten, Jingles, wir nennen das Verpackungselemente, teilweise Werbespots, Promos, Comedies, Unplugged Sessions, wenn die Künstler kommen. Also ein kompletter Rundumschlag. All das, wo man denkt, das klingt aber nett, stammt aus der Produktion. Aber es ist ja auch riesig. Man so sieht mit 2 Lautsprechern riesen Equipment. Also sollte man bedienen können. Das muss man bedienen können, in der Tat. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger als das reine Senden von fertigen Elementen. Die Herstellung. Autofahren ist einfacher als ein Auto herzustellen, ist klar. Und ähnlich kann man sich das hier vorstellen. Also da steckt viel Manpower drin. Wir arbeiten im Prinzip im Schichtsystem rund um die Uhr. Der erste fängt da früh um 4 Uhr an. Man hätte auch Bäcker werden können. Und der letzte macht irgendwann abends das Licht aus, wenn wir fertig sind sozusagen. Aber das ist schon ordentlich, ja. Also timingmäßig, Comedy-Folge von den Nullingers, was ihr wahrscheinlich kennt, dauert zum Ausstrahlen 2 Minuten 30 bis 3 Minuten maximal, zum Herstellen mit allen Sprachaufnahmen, mit allen Soundeffekten und den Gastsprechern 4 Stunden. 4 Stunden? Ja. Nun gibt es ja auch die besagte Gesangskabine, wie war denn da schon alles drin? Da waren von Bryan Adams, Lionel Richie, um mal bei den alten großen Haudegen zu sein, bis hin zu neueren Großstars, Robbie Williams etc. sind im Prinzip alle da. Also die Ed Sheerans und Mark Forsters, die gehen ja hier pausenlos rein und raus und sagen Grüß Gott. Sind die einfach zu produzieren? Na, das ist wahnsinnig spannend, weil die kommen ja, wenn die eine neue Single haben und singen praktisch eine Unplugged-Version. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Und man kann natürlich im Nachgang wahnsinnig viel Liebe reinstecken und dann eine High-End-Produktion draus machen. Manchmal ist es nötig, manchmal ist es nicht nötig und darum sage ich, da trennt sich die Spreu vom Weizen. In der Regel sind die aktuellen Stars alle sehr gut. Es gab Zeiten, da waren so gecastete Leute, das war nicht so. Da kann die Studio auch viel machen, ne? Ja. Weil bei manchen Studios ist es doch auch das Mischpult die Kläranlage, ne? Die Kläranlage? Ja.
So, wir machen jetzt einfach, wir machen Jingle mit euch, ne? Ja klar, sämtliche Jingles, die gesungenen Jingles, also alle Antenne Bayern Jingles oder für irgendwelche Programmaktionen werden auch hier im Haus hergestellt in der Produktion. Wir können mal kurz reinhören. Wer singt denn heute? Heute singt Fidelius. Fidelius, komm doch mal her. Das ist Fidelius, Achtung. Fidi. Servus. So, du singst die Jingles. Unter anderem, ja. Ich bin Sänger der Antenne Bayern Band und hier auch Produzent. Ich habe mein Volontariat hier gemacht. Und ja, genau. Der Stefan hat mitbekommen, dass ich mal so ein paar Töne rausbekommen habe. Ja, und hier muss jeder alles machen. Und wenn man was kann, dann ab ans Mikro. Das ist wie bei uns. Also du gehst rein und ihr seid mit dabei, wenn ihr einsingt und wie der Jingle nachher klingt. Ich bin gespannt. Bulli fahren. Machen wir nochmal. Kriegen wir hin. Bulli fahren. Perfekt, den doppeln wir. Geht das relativ zügig, wenn man weiß, was man tut. Ja. Und im Prinzip hat er auf diese Musik gesungen. Jawohl. Und zwar einmal eine Hauptstimme, die dann so klingt. Bolifa! Machen wir mal hier einen Moment. Wir hören uns mal a cappella an. Bolifa! Dann hat er eine zweite Stimme. Bolifa! Das könnte man jetzt natürlich mit Love to Detail ausarbeiten. Guck mal so hoch. Sag mal. Das ist, so. Keine Ahnung, Gott gegeben, ich weiß nicht. Ich blödel gerne rum mit der Stimme. Und cool. Irgendwie ergibt sich sowas dann. Fühlt sich cool an. Dankeschön. Und Gott gegeben, machen wir jetzt hier mal ganz kurz. Moment. 11-12. 11-12 ist der Hall. Das ist mega gut. Da fahren wir das noch zu. Das ist jetzt ein kleiner Rough Mix. Jetzt einfach mal für euch. Mhm. Action. Nein. Bulli fahren. So, perfekt. Jetzt fehlt noch natürlich unsere Station Voice, ja. Der Sprecher. Der muss ja auch noch was seinen Senf dazugeben. Bulli fahren. Von Wimpolis geschenkt. Antenne Bayern. 7 Uhr. Radio an. Also, Radio an. Cool. Respekt. Gern geschehen. So, mal reinhören im Radio, ne? Vielleicht hört ihr genau den Jingle. So, ich gehe weiter, Florian Weiß wartet draußen. Wo es dann hingeht, lass uns überraschen. Erstmal vielen Dank. Klar, gerne. Und schön immer hochsingen, ne? Ciao. Mittlerweile mit Florian Weiß in einem ganz großen Büro. Was ist hinter uns? Das ist unsere Großraumredaktion. Als das Haus hier gebaut wurde vor vielen Jahren, hat man sich entschieden, alle in einem großen Raum unterzubringen. Wegen der Kommunikation, wenn man einfach dann viel schneller Informationen austauschen kann. Also im Grunde genommen kann sich jeder hier eine Insel aussuchen, wo halt gerade was frei ist. Es gibt ein paar Plätze, die festgelegt sind. Da hinten ist unsere Online-Grafik zum Beispiel. Mhm. Dort auf der gegenüberliegenden Seite sitzt jetzt Antenne Bayern Nachrichtenkollege Arno Siegemund. Mhm. Hier in der Regel der Sport. Aber ich glaube, der ist gerade in der Kaffeeküche. Ja, wird er noch nicht schön. Gespielt, Handball. Ist noch alles ruhig heute. Stimmt. Gut, wo geht's weiterhin? Wir gehen jetzt 2 Stockwerke nach unten ins Erdgeschoss, in unser Bistro. Bistro? Ja, da hängen ein Haufen goldene Schallplatten, die möchte man vorenthalten. Danke, da gehen wir jetzt hin. Also dann würde ich sagen, du gehst vor, ich ziehe hinterher und ihr könnt hinterher kommen. Im Bistro sind wir angelangt. Florian, vorne beim Eingangsbereich hängen lauter CDs an der Wand. Wie sagen lauter CDs? Das sind Geschenke von den Plattenfirmen. Geschenke? Ja, in Anführungszeichen, weil wir arbeiten ja viel mit der Plattenfirma zusammen. Wir spielen ja deren wichtigstes Produkt, ihre Musik. Und wenn Songs ganz oft bei uns laufen, was wir selber entscheiden, nicht die Plattenfirma, wir sind da unabhängig, müssen wir auch sein. Wir machen ja Programm für unsere Hörer und nicht für die Plattenindustrie. Aber es gibt halt viel Schnittmenge und dann haben wir manchmal Künstler auch auf Touren dabei. Wir machen ja auch Veranstaltungen, wir sind live draußen. Und wenn wir zum Erfolg eines neuen Künstlers erheblich beigetragen haben, dann kommt die Plattenfirma vorbei und bringt uns eine goldene Schallplatte. Das ist aber schon schön, ne? Total, total. Ich meine, die vergessen ja auch nie, wo sie herkommen und wer sie groß macht, weil es ist immer noch das Radio, das Musik groß macht und nicht das Fernsehen. Gut, Internet spielt inzwischen eine nicht ganz unerhebliche Rolle, aber da mischen wir ja auch mit. Wir haben ja auch Streaming-Angebote. Du bist Team hier im Haus und was mir auffällt, es greift alles wie ein Zahnrad Hand in Hand und man versteht sich irgendwie total untereinander. Ist es jeden Tag so?
Nee, um Gottes Willen. Bei uns gibt es wie in jeder anderen Firma auch mal dicke Luft, ja. Und wenn du versuchst, jeden Tag auch inhaltlich das bestmöglichste Produkt abzuliefern, also ein gutes Programm zu machen, den Nerv der Hörer zu treffen, gleichzeitig noch unterhaltsam zu sein, das ist ein hartes Stück Arbeit. Und wo viel gearbeitet wird, da raucht es auch mal. Also wir diskutieren viel, wenn es darum geht, wie man ein Thema auf Sendung bringt, ja. Machen wir es mit einer Umfrage, machen wir es mit Interviewpartnern, mit ja, mit welchen? Ziehen wir das eher lustig aus oder auf oder treten wir da jemandem vielleicht auf die Füße? Da gibt es viel Diskussionspotenzial. Aber insgesamt, ich meine, wir sind ein Radiosender. Wenn wir es nicht hinkriegen, gute Laune im Team zu haben und gute Laune auf den Sender zu bringen, wer dann, ehrlich gesagt? Ja, was mir noch auffällt im ganzen Haus, kein Alkohol, ne? Nix. Null. Nee, wir haben mal ab und zu Firmenfeiern. Aber nee. Also. Nee, wir haben Getränkeautomaten, aber da ist Cola, Fanta und auch Wasser drin. Und Kaffee. Genau, da sind wir ganz, ganz stolz drauf, weil wir haben lange diskutiert, wie wir dieses Plastikflaschenproblem in den Griff kriegen, weil wir haben viel zu viel Plastik und so weiter. Und wir haben jetzt auf allen Etagen so Wasserzapfhähne und wir haben zu Weihnachten vom Sender von Antenne Bayern so einen Wasserspender bekommen, jeder mit unserem Namen drauf, aus Glas. Cool. Das heißt, wir brauchen gar keine Flaschen mehr, wir gehen einfach nur an den Zapfhahn, drücken auf Wassermarsch und sind versorgt. Bin ich total stolz drauf. Habe ich mich ganz arg dafür eingesetzt. Als alter Umweltschützer. Glücklich. So, okay. Du musst weg, Florian. Ich habe heute noch eine Sendung. Ja. Live-Sendung, und zwar im Fernsehen. Heute mache ich noch Fernsehen beim ZDF, ja. Also, dann gehst du zum zweiten Siebener besser, du weißt es ja, ne? Ja. Du düst los, ich bleib noch ein bisschen da. Wenn ich gleich treffe, bleib mal dran, wird spannend und dann geht's weiter. Aus Bamberg, Stefan Burkhardt, Antenne Bayern in Oberfranken. Eben noch in Ismaning, jetzt Achtung in Bamberg. Und zwar Stefan Burkhardt von Antenne Bayern ist neben mir. Du bist freier Mitarbeiter für Antenne Bayern, für das Gebiet Oberfranken. Was macht ein Korrespondent? Oberfranken und Unterfranken, muss man sagen. Beides. Nordbayern, wir decken hier von dieser Zentrale aus mit einem Studio auch in Würzburg noch, mhm, praktisch die Region zwischen Forchheim und Frankfurt ab, mhm, tatsächlich. Die Themen, die jetzt aufpoppen hier, bestimmst du die, die in den Sender kommen, oder sagt der Sender, Achtung, kümmere dich mal drum, dass ich das und das bekomme? Na gut, die Themen bestimme ich ja nicht, also die sind ja irgendwie da. Die Frage ist, wer findet sie? Und da hat man uns als Korrespondenten oder als redaktionelle Kräfte draußen schon als kleine Trüffelschweine, sage ich mal, unterwegs. Und das ist tatsächlich so. Irgendwann geht man überhaupt nicht mehr durch die Gegend, ohne nicht irgendwie diesen Scanner zu haben. Mensch, wie könnte die Geschichte laufen? Und ich merke es vor allem dann, wenn ich mal ein paar Tage weg bin, Urlaub habe oder einfach eine Auszeit habe, wie es mir dann wehtut, wenn ich irgendwas lese, irgendwas mitbekomme, was da gerade passiert, wie man das umsetzen könnte, was man draus machen könnte. Ach, da kriegen Krummeln. Und da merke ich aber auf der anderen Seite, irgendwo bin ich richtig in dem Laden. Das heißt zum Beispiel, es passiert ein Unfall, jetzt wie hier kurz vor ein paar Wochen, vor der Türe ist ja ein Fahrzeug in ein Juweliergeschäft reingefahren. Aus Versehen. Aus Versehen, ganz aus Versehen reingefahren. Reinflutscht, gerutscht, von der Fahrbahn abgekommen. Ja, so ein bisschen. Ja. So, und hat ein bisschen was mitgenommen, aber das heißt, deine Aufgabe ist dann, was zu tun. Ja gut, das ist ja ein Muss-Thema, das muss man aus. Da brauchen wir jetzt wiederum kein Trüffelschnäuzchen zu haben, sondern da muss man einfach schauen, okay, wie geht die Geschichte weiter. Die Leute sind A, beunruhigt, neugierig und sie würden natürlich auch gerne irgendwo wissen, wer, also wenn man jetzt mal von anderen Juwelieren ausgeht, wer könnte der Nächste sein? Wir haben jetzt so einen ähnlichen Fall in Berlin, da wird ja schon spekuliert, hängt es damit zusammen? Also man schaut zumindest mal, wie geht die Geschichte per se weiter, versucht aber auch sozusagen empathisch zu überlegen, was machen die Täter? Wo sind die jetzt? Was machen die mit der Ware? Finden die einen Hehler? Wird es ins Ausland gebracht? Die sind ja dann von Hirschhalt aus weitergefahren. Einer zumindest irgendwo nach Nürnberg. Was hat er da gemacht? Ich meine, wie ominös ist das? Die ganzen Bilder, die man auch da produzieren kann im Kopf. Da finden sie die Rucksäcke mit den Schmuckschatullen, die hier noch für abertausende Euro im Schaufenster standen, findet man plötzlich in einem Zulaufbach. Ja, irgendwo werden die rausgerecht. Und das ist schon alles, also das birgt natürlich eine Geschichte, da gehen ja ganze Kriminalstories im Kopf auf und die versucht man natürlich einfach zu reproduzieren, ja, dem Bürger, dem Hörer, dem Rezipienten, wie man ja so schön sagt, nahezubringen. Das heißt durch die eigene Stimme, aber auch durch O-Töne, die man dann von Passanten einholt etc. Ja, natürlich, weil ich als Reporter soll ja schon eigentlich mittendrin statt nur da
dabei sein, in Anführungsstrichen, aber eben ganz wichtig, ich soll es ja trotzdem engagiert, aber neutral berichten. Derjenige, der jetzt mir die Emotionen reinbringen kann, Bestürzung, Enttäuschung, Freude, das sind natürlich Bürger, das sind Menschen wie du und ich, das sind Betroffene, das ist der Juwelier beispielsweise, das ist die Polizei, die mir erklärt, mit welchem Nachdruck, wie sauer man auch einfach ist, dass das so durch die Lappen gegangen ist, denn man war ja ganz nah dran, man hatte ja fast gehabt, ja. Diese Momente, die kann eigentlich nur ein O-Ton transportieren. Das heißt, du schneidest dann auch die Beiträge fix und fertig und lieferst sie nach München? Ja. Also hier wird alles praktisch wie ein Menü, könnte man sagen. Wie eine Mensa, eine Medienmensa, die versorgt wird. Und hier ist die... Das ist der kleine Koch. Das ist der kleine Koch. Mal mit zwei, mal mit drei Sternen. An manchen Tagen auch ein halber nur. Aber man versucht natürlich, nein, Spaß beiseite, man versucht natürlich, ein optimales Produkt hier tatsächlich zusammenzustellen, dass der Kollege vor allem in den Nachrichten oder eben auch im Magazin, je nachdem, wie das dann gefahren wird, das Thema... einfach nur noch abzudrücken braucht, aber wo er sich darauf verlassen kann, das ist jetzt einfach die beste Version des Themas. Man kann es nach Möglichkeit nicht besser machen. Das versuche ich zumindest so zu produzieren. Also ich finde es toll, dass wir da sein durften. Vor allem mein Gesicht zum Namen Stefan Burkhardt, wenn ihr ihn mal hört im Radio. So schaut der nette Mann aus. Ja, ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht allzu groß. Mitunter passiert mir das schon so. Mensch, die Stimme ist ja Bombe. Der Typ na ja auch ganz okay. So, was wir jetzt machen, ja, ihr guckt immer über die Schulter, wir gucken kurz mal zu, wie ein Bericht hergestellt wird. Und ich mache ein was, ich fahre wieder nach München, weil die warten unten auf mich in Ismaning. So schaut's aus. Die Polizei untersuchte noch in der Nacht den braunen Mazda. Außerdem bestätigt jetzt ein Bahnhofsmitarbeiter in Hirschheid, dass am Tatmorgen, am Montag um 4.44 Uhr hier drei Männer auf den Regionalexpress warteten. So, da können wir jetzt mal sagen, dieser Regionalexpress, machen wir eine kürzere Version. Hier drei Männer auf den Regionalexpress, die Ermittler... Express warten, das nehmen wir raus. Um 4.44 Uhr hier drei Männer auf den Regionalexpress warteten. Dann in den Zug nach Nürnberg eingestiegen, die Ermittler hoffen nun... Auf den Regionalexpress warteten, die Ermittler hoffen nun... So, jetzt nehmen wir das Stück raus, das kleine hier. Haben die Möglichkeit, dann einen ganz kleinen News-Blitz zu produzieren. Das heißt, das können die noch als Aufmacher irgendwo mitlaufen lassen und verändert den Sinn der Meldung nicht, nimmt halt nur dieses Detail raus, das wir hier gerade hören, also das Stückchen. Einer sei dann in den Zug nach Nürnberg eingestiegen. Das sind immerhin 3-4 Sekunden, die kann man jetzt rausnehmen. Und dann würde Regionalexpress warteten. Die Ermittler hoffen nun, dass Pendler sich an diese Person erinnern. So, und schon haben wir dieses Teilchen ganz kurz und bündig fertig. Das würde dann nochmal abgespeichert und mit einem ganz kleinen jetzt in die Sendezentrale schicken. Und schon könnte es gesendet werden. Das war also die große Reportage, ein Tag hinter den Kulissen bei Antenne Bayern. Ein überragendes Team, ein genialer Sender. Schöner konnte es nicht sein. Wir sehen uns wieder, wo wir dann sind. Lasst euch überraschen, auf jeden Fall könnt ihr noch mitmachen. Von denen gibt es noch ein paar zu gewinnen, aber der bleibt bei mir. So schaut's aus. Servus. Viele Mädels Herzen höher schlagen, weil die Backstreet Boys, die gehen immer. Holt ihr euch mit diesen beiden Hits hier. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment. Namika. Und ihr Lieblingsmensch? Und R.E.M. Losing My Religion, ein Klassiker. Wenn ihr das hört, also diese beiden Titel, und zwar in dieser Reihenfolge in voller Länge, dann ruft ihr an. Die Telefonnummer gibt's auf antenne.de. Und ihr müsst. Hab noch was vergessen. Immer schön TV1 anschalten. So schaut's aus. Servus. Aus.